Es ist jetzt der richtige Moment für uns auch, einfach ins Abendmahl zu gehen. Und ich möchte noch ein paar Worte dazu sagen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig und auch für diejenigen, die jetzt zuschauen, Livestream. Wir übertragen ja via Facebook, übertragen wir ja unseren Gottesdienst live. Und wenn Sie zu Hause sind, zu Hause zuschauen, wo Sie auch sind, vor dem Computer, vor dem Handy, vor dem iPad, angezogen, im Pyjama, spielt gar keine Rolle, aber Sie können auch einfach kurz in der Küche einfach ein Stück Brot holen, ein Stück Saft, sonst Wasser und in ein paar Minuten werden wir es miteinander zusammennehmen, das Mahl des Herrn. Und ich möchte euch einfach zeigen, was eigentlich das Mahl des Herrn auch aus der Geschichte des Passas für ein paar Minuten euch aufzeigen, wie das als vorschattiert war im Alten Testament und wie das Abbild im Passamahl eigentlich ein Bild vom heutigen Abendmahl ist. Der Herr mag es in seinem Malbuch des Alten Testaments uns Jesus vor Augen zu malen. Und deswegen finden wir Jesus auf jeder Seite des Alten Testaments und auch das, was Jesus uns gebracht hat, das Mahl des Herrn, ist bereits vorschattiert, so sagen wir dem, im Passa. Und ich möchte euch ein paar Verse zeigen, ganz kurz im 2. Mose 12 und im Vers 7 heißt es, und sie sollen von dem Blut nehmen, das sind die Israeliten, das ist die Nacht des Auszugs aus Ägypten. Der Herr sagt den Israeliten, was sie tun sollen, damit sie dann in ein paar Stunden Ägypten verlassen könnten. Sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie eben das Passa essen. Und wenn du dir das bildlich vorstellst, sie haben die Türpfosten mit Blut bestrichen, dann im Bildlichen, ich habe euch ein Bild mitgebracht, das würde so aussehen und das ist, was es ergeben würde. Es würde ein Kreuz daraus entstehen. Das ist das Bild. Das heißt, wenn sie die Balken mit Blut beschmieren, dann ist das ein Bild vom Kreuz Jesu. Es ist ein Bild, wie er am Kreuz gehangen ist und wie er am Kreuz für uns gestorben ist und sein Blut vergossen hat. Denn Jesus sagte, ich bin die Tür. Okay? Das ist kein Zufall, dass Sie das an die Tür streichen sollten. Er ist die Tür. I am the door. Amen. Und das Alte Testament ist Gottes Malbuch, wo uns Jesus auf jeder Seite vor Augen gemalt wird. Ist es nicht fantastisch? Ohne dass die Israeliten wussten, was sie eigentlich taten, hatten sie Jesus und das Kreuz, das Symbol des Kreuzes, an ihrer Tür gemalt. Und dann im nächsten Vers heißt es, kannst du mir wieder die Bibelstelle geben, und sie sollen, Vers 8, das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten. Das Fleisch ist ja ein Bild vom Leib Jesu. Sie sollen davon essen und sie sollen es braten mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Vers 9, ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht in Wasser gekocht oder im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten. Siehst du den Unterschied, den Vergleich? Sie dürfen es nicht roh essen. Sie dürfen das Fleisch des Lammes nicht roh essen. Sie sollen den Leib des Herrn, im Abendmahl ist es der Leib des Herrn, sie sollen ihn braten. Und das hat eine Bedeutung. Du darfst Jesus nicht einfach roh sehen. Sieh ihn gebraten. Denn wenn wir nur den rohen Jesus sehen, dann sehen wir nur einen humanistischen Jesus und nicht der gebratene Jesus, der am Kreuz litt und das Gericht Gottes in sich aufnahm, für uns absorbierte. Denn Jesus sagte am Kreuz, mich dürstet, er ist das Brandopfer. Er wurde geröstet. Jesus wurde am Kreuz gebraten. Jesus ist das Brandopfer. Im Griechischen ist das Wort Brandopfer Holocaust. Das ist, was Brandopfer im Griechischen bedeutet, Holocaustos. Jesus ist das Brandopfer am Kreuz. Wenn wir nur Jesus roh sehen,
dann haben wir nur ein Bild eines humanen Jesus, eines Menschen. Aber all der Unterschied macht es aus, Jesus am Kreuz. Die Kraft liegt am Kreuz, im Kreuz. Die Kraft ist im Kreuz. Verstehst du? Und wenn wir das Kreuz eben weglassen, wenn wir das Brandopfer nicht sehen, deswegen wurde ihnen geboten, ihr dürft es nicht roh essen. Wenn wir nur den humanistischen Jesus sehen, sehen wir seine Kraft nicht. Denn die Kraft ist im Kreuz. Dort hat Jesus uns erkauft. Jesus hat uns nicht erkauft durch sein irdenes Leben. Am Kreuz hat er uns erkauft. Verstehst du? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die richtige Perspektive haben von Jesus. Und dann kommt die Kraft auch in unser Leben. Der Sohn Gottes ist für deine und meine Sünde am Kreuz gestorben. Er wurde dort gebraten. Sonst ist Jesus einfach ein Mensch und bleibt ein Mensch und ist einfach ein Prophet, wie viele Religionen ihn auch so sehen als Prophet. Nein, Jesus ist für dich und mich gestorben an meiner Stelle. Und nicht, er hat nicht, es war nicht einfach ein guter Mensch, ein Prophet, der gelebt hat. Er starb für dich und mich. Und dann heißt es weiter, nochmals Vers 9, ihr sollt nicht davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten. Sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Das Abendmahl ist da für komplette Heilung, egal in welchem Körperteil die Krankheit ist. Egal, ob es ein Tumor im Kopf ist, im Haupt. Egal, ob es eine Krankheit der inneren Organe ist, Leber, Galle, Niere, etc., etc., Lungen, Blase, Prostata. Egal, die inneren Organe, den Kopf und die Schenkel. Sie sollen was? Sie sollen alles essen, nichts davon übrig lassen. Jesus am Kreuz. Und seine Heilungskraft am Kreuz ist da für unseren ganzen Körper. Nicht nur für eine Sache in unserem Leben, egal was die Krankheit ist. Die Heilung, die durchs Abendmahl kommt, ist für alles da. Für innere Organe, für Kopf, für Gelenke, Arthrose, das sind die Schenkel, siehst du, Gicht, Bänder, Sehnenscheiden, etc., etc., was immer dein Problem ist. Heilung ist da für alles. Sie sollen ihn ganz essen. Amen. Es ist nicht wahnsinnig, aber es ist nicht furchtbar, kann ich sagen. Furchtbar schön. Phänomenal, ganz genau, das ist es. Vers 10. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. Erinnerst du dich, in der Wüste hat Gott dem Volk Israel gesagt, das Manna und das Fleisch esst alles auf, behaltet nichts zurück bis zum nächsten Morgen, spart nichts an. Gott wollte ihnen zeigen, ich bin euer täglich Versorger. Als sie das gemacht haben, einige von ihnen, das Manna trotzdem zurückgehalten haben und aufgespart haben für den nächsten Tag. Was war im Brot und im Fleisch drin am nächsten Tag? Volle Würmer. Erinnerst du dich? Volle Würmer, das willst du nicht mehr essen. Das kannst du nicht mehr essen. Gott hat ihnen gesagt, dass sie alles essen sollen. Er möchte jeden Tag dich frisch versorgen. Das ist der Herr. Siehst du, das ist das Leben des Glaubens. Wir müssen gar nicht so sehr anhäufen, sondern er möchte jeden Tag frisch Versorger sein. Er möchte dein frischen Versorger sein. Und dasselbe mit dem Abendmahl. Siehst du, das Abendmahl soll und ist, wie wir es gehört haben, keine Form und kein Ritual. Das Abendmahl soll jeden Tag soll es frisch sein. So wie wir es hier lesen, ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Es soll frisch sein, es soll komplett sein. Das Mahl des Herrn, sein Opfer ist komplett. Alle unsere Sünden sind vergeben, vergangene, gegenwärtige und zukünftige. Alle unsere Krankheiten sind am Kreuz geheilt worden. Das Opfer ist komplett. Es bleibt in unserem Leben nichts hängen. Keine Sünde bleibt übrig, weil sie unter dem Blut Jesu ist. Amen.
Keine Sünde bleibt hängen. Sie ist bedeckt mit dem Blut Jesu. Sie ist weggewaschen mit dem Blut Jesu. Wir sollen nichts übrig lassen. Er möchte, dass wir es frisch haben. Im Hebräer 10 und Vers 20 sagt er uns Folgendes. Er sagt, er hat uns eingeweiht als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch. Das heißt, durch sein Fleisch. Wir gehen durch das Fleisch Jesu hindurch. Das ist der Vorhang. Sein Fleisch, was wir essen, ist wie durch Jesus hindurchgehen, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg. Dieses Abendmahl ist etwas Lebendiges. Das Abendmahl ist kein totes Ritual. Das Abendmahl ist voller Kraft, Leben, Gesundheit und Heilung und Vitalität. Und das ist der neue, lebendige Weg. Sein Opfer ist ein lebendiges Opfer. Sein Opfer ist, und das Wort neu hier, das griechische Wort für neu, das Wort hier kommt nur ein einziges Mal vor in der Bibel. Ein einziges Mal. Normalerweise neu, das wäre das Wort neos. Das wäre das Hauptwort für neu im Griechischen. Neo. Alle, die die Matrix gesehen haben, wissen, was ich meine. Okay, neos, neo. Neo steht für neu. Aber dieses Wort, und es gibt ja verschiedene Wörter für neu im Griechischen, dieses Wort kommt ein einziges Mal in der Bibel vor. Und weißt du, was es bedeutet? Es ist das Wort Prosphatos. Und das bedeutet, das ist so neu, dass es kürzlich geschlachtet und frisch getötet wurde. So musst du das Abendmahl nehmen. So musst du das Mahl des Herrn nehmen. Diese Definition von neues Prosphatos ist ein griechisches Adjektiv und das Wort kommt nur einmal in der Bibel vor. Gottes Plan war es nämlich nie, dass aus dem Abendmahl ein Ritual oder ein Sakrament würde. Das Kreuz überschreitet nämlich die Zeit. Amen. Wenn du das Abendmahl nimmst, sieh den Herrn vor dir, als wärest du dort auf Golgatha mit ihm. Nimm das Abendmahl nicht als Ritual. Er ist wie frisch getötet für dich. Jedes Mal, wenn du es nimmst, ist das Wort neu, Prosphatos. Er ist der neue, lebendige Weg, kürzlich geschlachtet, frisch getötet. Einmal kommt das vor in der Bibel. Und wir wissen warum. Damit das Opfer Jesu seine Kraft behält, ist er der neue Weg. Der lebendige Weg. Er ist jeden Tag wie frisch getötet für dich. Jeden Tag. So behält alles seine Kraft. Sonst wird aus Glauben eine Religion. Sonst wird aus einer Kraft ein Ritual. Aber Jesus ist lebendig. God is life. Gott ist Leben. Amen. In ihm ist all das Leben. Ist es nicht großartig? Sie soll nichts davon übrig lassen, weil er möchte, dass jeden Tag du etwas Frisches hast. Kannst zurückgehen, noch zu Vers 10 und 11. Ihr sollt, so Vers 11, so sollt ihr es aber essen. Eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. So sollten sie das Passa, die Israeliten, kurz bevor sie aus Ägypten ausgezogen sind, so sollten sie es nehmen. Ready. Bereit. Besold. Umgürtet. Stab in der Hand. Ready. Mach dich bereit für deinen persönlichen Exodus. Denn der Herr möchte, dass du einen Exodus aus deiner Krankheit erfährst. Er möchte, dass du einen Auszug aus deinem Schicksal erfährst. Er möchte dir einen Exodus von deinen Gebrechen geben. So wie die Israeliten einen Auszug als gesamtes Volk aus ihrer Knechtschaft erlebten, so sollten sie es essen. Bereit. Mit anderen Worten, sie sollten essen das Mahl des Herrn, das Passa, bereit, jetzt geht's los. Bevor es losgegangen ist, bevor nur einer losmarschiert ist, hatten sie schon die Turnschuhe gebunden. Bevor einer überhaupt aus dem Haus ging, so saßen sie da, aßen alles auf. Sie hatten alle ihre Koffer gepackt, ready to leave Egypt. Der Herr möchte, dass du weißt, wenn du das Abendmahl nimmst, dass du bereit bist, dein Feld der Krankheit zu verlassen und deinen persönlichen
körperlichen Exodus erfährst. Amen. Ist das nicht großartig? Ready to be delivered. Bereit, befreit zu werden. Von was für einem Gebrechen du auch, was auch da ist in deinem Leben. Ready to be delivered. Halleluja. Amen. Und weißt du, weswegen wir es täglich nehmen sollten, das Mahl des Herrn? Was hat der Herr gesagt? Matthäus 6, Vers 11. Gib uns heute unser... Gib uns unser täglich Brot. Heute. Warum sollten wir das Abendmahl jeden Tag nehmen? Ich glaube, wir sollten beginnen, das Abendmahl jeden Tag zu nehmen. Halleluja. Siehst du, wenn wir als Church den Schritt machen, jeden Sonntag, und geplant ist ab Visionssonntag, jeden Sonntag, ab Visionssonntag vom nächsten Jahr, vom Januar. Wenn wir den Schritt als Church machen jeden Sonntag, wirst du zu Hause viel einfacher den Schritt machen jeden Tag. Aber wenn wir als Gemeinde nicht vorangehen und sagen, hey, am ersten Tag der Woche, das ist der Sonntag, jeden ersten Tag der Woche, ab neuem Jahr, werden wir es als Church nehmen, ist es viel einfacher für dich nachher, das Tägliche eben auch in deinem Leben haben zu können. Unser täglich Brot gib uns heute. Deswegen sollten wir es täglich nehmen. Pastor Joseph Prince nimmt es jeden Tag. Und er sieht immer jünger aus. Er eifert mir nach. Was hat er mir gesagt? Alle lachen. Warum lachen jetzt alle? Das hat er mir persönlich gesagt. Oh. Bis jetzt habe ich es auch nicht jeden Tag genommen. Aber wir sind jetzt dabei als Familie, es zu ändern. Jeden Tag. Okay? Preis dem Herrn. Denn der Herr wird eine neue Welle der Heilung auslösen. Amen. Preis dem Herrn. Wollen wir doch zusammen aufstehen? Thank you, Jesus. Die besten Jahre liegen vor uns. Es ist nicht großartig. Die besten Jahre liegen noch vor uns. Und wir stehen heute hier einfach vor dem Herrn und der Herr sitzt mit uns an diesem Tisch. Und ich habe so genossen, wo Urs gesagt hat, dass er das ganze Brot, den ganzen Brotleib. Wow, so war es nämlich, als Jesus mit den Jüngern das Abendmahl feierte. Okay, da gab es noch keine Oblate. Das ist nur, damit wir es etwas einfacher haben. Aber die haben das ganze Brot haben sie gehabt und gegessen. Und sie sind gesessen und sie hatten Gemeinschaft. Jesus hat sich hingesessen, weil Jesus war da mit den Jüngern. Er war da und er hat mit ihnen das Abendmahl genommen. Und genau so empfangen wir es heute. Jesus, du bist hier. Wo zwei oder drei versammelt sind, hat Jesus verheißen, da bin ich mitten unter euch. Amen. Bin ich mitten unter euch. Jesus, du bist da. You're here. Thank you, Lord. Und wir danken dir, Herr, dass deine große Gnade heute noch genauso wirksam ist wie dazumals. Wir empfangen heute unsere Heilung. Was immer es auch ist, was immer für eine Krankheit, um was es geht, I receive my healing today. Ich empfange meine Heilung jetzt. Amen. Danke, Herr. Dein Blut ist vergossen, Herr. Wir sind komplett reingewaschen. Und jeder, der uns sagen will, dass noch all die Sünden offen sind, auf dieses fremde Feuer hören wir nicht. Amen. Auf die Lügen hören wir nicht. Auf die Lügen Satans. Wir hören auf die Wahrheit der Gnade. Danke, Jesus, denn dein Opfer ist komplett.
nichts ist übrig gelassen worden. So trinken wir, so essen wir. Da ist nichts übrig. Wir sind frei. Freedom. Amen. Seine Gnade ist amazing. It's amazing, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rains, unending love, amazing. The Lord has promised good to me, His word, my hope secures. He will my shield and portion be as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rains, unending love, amazing. Dissolve like snow, the sun forbears to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be. Ich freue mich, hier zu sein und diese ganzen Zeugnisse zu hören. Vielen Dank für das Zeugnis über das Abendmahl. Das erste Mal, als ich das Buch gelesen habe, damals noch im Englischen, habe ich dann in einer Gemeinde veranstaltet und habe ich gesagt, wo ich das erste Mal gesagt habe, das Brot steht für körperliche Heilung. Dann haben wir es gefeiert mit 15 Leuten. 2 haben Heilung erlebt an dem Tag. Wie kraftvoll es ist. Und jetzt... Pastor Prinz hat ein neues Buch geschrieben, hat über die letzten 20 Jahre alles, was er über der viele Predigten über das Abendmahl gehalten, das zusammengefasst und alles in einem Buch zusammengefasst. Und dieses Buch ist jetzt neu erschienen. Und dieses Buch muss man lesen. Weil es ist,
dieses Buch ist nicht einfach nur ein neues Buch übers Abendmahl und dieses Buch ist nicht einfach nur ein Buch, jetzt umfassendes Abendmahl kennenzulernen, sondern in Wirklichkeit ist es ein Buch über Jesus. Weil wenn wir das Abendmahl betrachten, und wir haben es vorhin jetzt alles so schön betrachtet mit dir, Erich, wenn wir das Abendmahl betrachten, was sehen wir? Wir sehen Jesus. Es geht immer um Jesus, es geht nicht um irgendwelche Rituale, es geht um Jesus. Und deswegen lade ich euch ein, das Buch zu lesen, Abendmahl zu feiern, die Wahrheiten in euch aufzunehmen, auf Jesus zu blicken, Heilung zu erleben und dann, wenn eure Freunde Geburtstag haben, Weihnachten haben, dann schenkt ihnen diese Offenbarung über das Abendmahl. Wir wünschen immer Gesundheit beim Niesen zum Geburtstag. Wir wünschen immer Hauptsache Gesundheit. Wir müssen den Leuten auch einen Weg geben, wie sie göttliche Gesundheit empfangen können. Versteht ihr? Natürlich ist der Wunsch schön, aber diesen Weg anzuleiten und zu sagen, komm, wir machen das. Wir können es auch gemeinsam machen. Wir haben auch vorbereitet ein paar E-Mails, um auch das, auf dem nächsten Bild sieht man das, die 5 Tage Abendmahlsreise, bekommt man ein paar E-Mails und auch da wird persönlich angeleitet, ein Video, wie man Abendmahl feiert. Soll euch einfach stärken und ermutigen und ich bin gespannt auf die Zeugnisse, die zurückkommen, wo Menschen schreiben, ich habe das jetzt regelmäßig gemacht, täglich genommen, der Widerstand, der Druck des Bösen ist zu stark, aber mit der Kraft Jesu, mit seinem Erlösungswerk, im Hintergrund können wir Schritte vorwärts gehen und Hindernisse überwinden. Wollt ihr noch mehr hören über Jesus? Es ist immer so schön, wenn wir in das Alte Testament schauen, wir sehen so viele Bilder und manches, was Jesus uns bedeutet, sehen wir im Alten Testament viel, viel deutlicher, weil wir die Bilder plötzlich vom Neuen Testament aus dem Blickwinkel des Kreuzes können wir die Bilder anschauen und können sie auslegen. Das ist das Wunderbare. Wir stehen im Neuen Testament, wir stehen im Neuen Bund und blicken zurück und erkennen, wer Jesus ist. Und wir erkennen, wo überall Jesus unterwegs ist, dabei war, wo die Bilder versteckt sind. Und mit diesen Bildern, mit diesen versteckten Bildern, die wir plötzlich sehen und erklären können, werden wir gestärkt und ermutigt, Schritte mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich möchte euch hineinnehmen in die Geschichte, als das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten, waren sie 40 Jahre lang in der Wüste. Und dann wurde Mose hinweggenommen, es gab einen neuen Leiter. Gott hat den Josua eingesetzt als Leiter. Und Josua bekam jetzt die Auftrag, das Volk Israel durch den Jordan ins verheißene Land zu führen. Jetzt war diese Barriere da, dieser Fluss, und es war Erntezeit und das Wasser war über die Ufer getreten. Und ich habe mir überlegt bei der Vorbereitung, 40 Jahre in der Wüste, ich glaube nicht, dass die meisten schwimmen konnten. Ich bin am Bodensee aufgewachsen, Schwimmen haben wir gelernt früh und ist kein Problem, aber wenn man in der Wüste lebt und Wasserknappheit hat, weiß nicht, ob die Schwimmen gelernt haben. Auf jeden Fall, selbst wenn der Fluss klein gewesen wäre, wenn so viele Leute durch den Fluss gehen, dann ist es eine matschige Angelegenheit und die ganze Tiere und alles. Es war nicht so einfach. Da waren ja die Kundschafter in Jericho und als sie zurückkommen, wird geschrieben, und sie setzten über. Das heißt, sie hatten wohl irgendwo ein Boot, um wieder zurückzukommen auf die andere Seite. Wahrscheinlich sind sie nicht geschwommen, konnten auch nicht einfach durchlaufen. Das Volk Israel soll das verheißene Land einnehmen und sie kommen an den Jordan und haben sich vielleicht überlegt, vielleicht hätten wir unten rumlaufen sollen, ohne Jordan ins Land Kanaan. Falsche Richtung gewählt. Aber nein, Gott gibt Anweisung. Und die erste Anweisung, die er gibt, dass wir schauen mal den Bibelvers dazu an, Josua 3. Und nach 3 Tagen aber die gingen die Vorsteher durch das Lager und geboten dem Volk und sprachen, wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes sehen werdet und die Priester, die Leviten, die sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch soll zwischen euch und ihr etwa 2000 Ellen Abstand sein. Kommt ihr nicht zu nahe, damit ihr den Weg erkennt, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg zuvor noch nicht gegangen. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch,
denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Halleluja. Heiligt euch. Sie mussten also rituelle Waschungen durchführen, um Gott kulturell, um gereinigt zu sein, um heilig zu sein. Wir müssen das heute, wir waschen uns, dass wir gut riechen, und, aber wir müssen nicht mehr uns waschen, um heilig zu sein, weil wir sind ständig unter dem Wasserfall der Vergebung Jesu und wir sind ständig rein. Amen. Seht ihr? Wir müssen es, wenn wir die alten Bilder, wenn wir die Bilder anschauen, müssen wir es übertragen, sagen, okay, heute, wenn wir an Jesus glauben, wenn du an Jesus glaubst, bist du rein. Wenn du an Jesus glaubst, bist du heilig. Wenn du an Jesus glaubst, bist du gerecht. Wenn du an Jesus glaubst, bist du die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Das ist unsere neue DNA. Also die erste Aufforderung an das Volk Israel haben wir schon erfüllt. Wir sind in Christus bereits schon heilig. Und die zweite Aufforderung finde ich ganz interessant, dass Josua sagt, und die Vorsteher sagen dem ganzen Volk, wenn ihr die Bundeslade seht, wenn ihr die Bundeslade seht, dann folgt ihr nach. Weil die Bundeslade, lasst einen gewissen Abstand, die Bundeslade wird euch den Weg weisen. Sie wird vor euch hergehen und wird euch den richtigen Weg weisen in das Land Kanaan, ins verheißene Land hinein. Nichts kann uns aufhalten, nichts kann uns aufhalten, Hindernisse zu überwinden. Und wir sehen hier das Bild von dieser Bundeslade. Die Bundeslade war etwa so groß, wenn wir ja schon über Tracker reden, wie eine Europalette. 80 cm breit, bisschen länger, 1,30 m lang, 80 cm hoch. Das war der Kasten aus Akazienholz. Und im Alten Testament finden wir ganz genaue Anweisungen, wie die Bundeslade gemacht wurde. Sie war aus Holz, Akazienholz, ein sehr widerstandsfähiges Holz. Dieses Holz steht für Jesus, für den Mensch Jesus. Und dann wurde gesagt, überzieht das Holz außen wie innen mit Gold. Gold steht für das Göttliche. Und dann sehen wir ein Bild von Jesus. Jesus, Mensch und Gott zugleich. Und auf der Bundeslade, also auf dem Kasten, ein hohler Kasten, war oben der Deckel drauf, der Sühnedeckel oder der Gnadenthron genannt. Und dieser Gnadenthron war aus einem Goldstück, aus einem Klumpen geschlagen, getrieben. Da wurde nichts gelötet und nichts gesägt und so, sondern es wurde alles mit Hammerschlägen getrieben, in die Form gebracht. Was für eine Gegenwart des Heiligen Geistes, ein wunderbares Kunstwerk mit dem Hammer zu treiben. Gott hat den Handwerker begabt, dass er es machen konnte, übernatürlich. Und aus dieser Platte wurden an den Enden der Platte wurden die Cherubim, die über der Platte auf die Platte runterblickten und die Herrlichkeit bewachten, Gottes bewachten, wurden aus der Platte heraus gemacht. Und alles ist ein Bild für Christus. Christus am Kreuz wurde geschlagen. Und aus Christus ist alles gemacht. In Christus ist die Schöpfung geschehen. 1. Kolosser 1. Und dann haben wir die Bundeslade. Auch der innere Hohlraum war dafür gedacht, etwas reinzutun. Da kamen rein die 10 Gebote, den Stock von Aaron. Erich Engel hat sicher darüber schon gepredigt. Und den Krug mit dem Manna. All das, was für die Rebellion des Volkes sprach. Die 10 Gebote kamen rein, weil das Volk rebelliert hat und es war ihnen nicht möglich, die Gesetze Gottes vollkommen zu erfüllen. Und da kam der Stock rein von Aaron, weil die anderen Leiter haben gesagt, warum ist Aaron, der Bruder von Mose, eigentlich der hohe Priester? Was gibt ihm das Recht, hohe Priester, Leiter zu sein? Und dann hat Gott gesagt, ja, bringt eure Stöcke. Und dann haben sie über Nacht in die Stiftshütte gelegt und am nächsten Tag hat nur einer geblüht. Ein toter Stock hat übernatürlich geblüht. Aarons Stock. Gottes eingesetzte Leiterschaft wurde hinterfragt. Auch diese Rebellion kam in die Bundeslade hinein. Und Gottes Versorgung, Gott versorgte sein Volk.
Und weil sie immer wieder murrten und es hat ihnen nicht gepasst, deswegen kam auch dieses Murren über die Versorgung in die Bundeslade hinein. Wir sehen also, die Rebellion kam in die Lade hinein und dann, und jetzt wird es spannend, jetzt ist es wichtig, kam auf die Lade, auf diesen Hohlraum, wo die Rebellion drin ist, kam der Gnadenthron. Jesus kam obendrauf. Und wenn Gott die Rebellion Gottes, der Menschen sieht, sieht er den Gnadenthron. Und deswegen musste der Hohepriester einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, das Blut von den Opferungen reingehen ins Allerheiligste und an diesen zentralen Ort, an dieses Allerheiligste im Allerheiligsten, musste das Blut auf diesen Gnadenthron spritzen. Und damit war einmal im Jahr die Schuld des ganzen Volkes bedeckt. Wenn Gott dann runtersah auf diese Stelle, sah er das Blut. Wie viel mehr ist das einmalige Blut von Jesus Garantie für uns in aller Ewigkeit errettet zu sein? Einmal für immer hat Jesus sein Blut gegeben. Einmal für immer hat es in das Allerheiligste gebracht. Er ist unser Opferlamm. Und wenn Gott die Rebellion des Volkes sieht und alle, die in Christus sieht, sieht er keine Rebellion mehr, sondern sieht uns als die Braut Christi, wunderbar gemacht. Wir sind also in einer sehr guten Position. Weil all das, was wir verbocken und alles, was schief läuft, ist unter dem Wasserwall der Vergebung. Ist in dem Kasten drin und es ist bedeckt durch Christus. Und dann haben wir diesen Ort, der hier im Bild ganz hell ist. Das ist der Ort, der heiligste Ort, durch den Gott geredet hat. Und so ist es auch heute noch. Wenn wir mit Christus unterwegs sind und wir Schritte gehen wollen mit ihm, woher wissen wir, wo es hingeht? Was gibt uns die Idee, die nächsten guten Schritte zu machen? Was hat mir die Idee gegeben, einen Buchverlag zu gründen? Es war das Sprechen Gottes in mein Herz hinein. Ich habe es erst im Nachhinein registriert, aber Gott hat es in mich hineingelegt und plötzlich hatte ich den Wunsch, ich warte auf das erste Buch über Gnade. Ich warte nicht 5 Jahre. Wir machen es selber. Habe ich meiner Frau gesagt. Ich warte nicht 5 Jahre auf dieses Buch zur Herrschaft gestimmt. Wir machen es selber. Aber es war nicht mein Wunsch. Natürlich war es mein Wunsch. Aber Gott hat das Wollen und das Vollbringen gegeben. Das Hören, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir nah an der Bundeslade sind, dann hören wir von der Gegenwart Gottes, was der Heilige Geist uns sagt. Woher nimmt der Heilige Geist? Der Heilige Geist nimmt alles von Christus. Wir hören auf Christus. Und deswegen feiert das Abendmahl regelmäßig und hört, was Christus euch sagt. Es ist ja nicht so, dass ein paar Auserwählte jetzt sagen, ja, wir hören Jesus und wir hören den Heiligen Geist und wir können Schritte gehen, sondern die Berufung, den Weg mit Christus zu gehen, hast du auch. Genauso. Entscheidend ist nur, schaut auf die Bundeslade, was Josua dem Volk sagt. Schaut auf die Bundeslade und folgt ihr, dann findet ihr den richtigen Weg. Seht die Bundeslade und dann werdet ihr das Richtige hören. Und da waren sie also, die Bundeslade ging dann vorwärts und die Priester haben sie hochgehoben. Und wenn man darüber nachdenkt, diese Bundeslade hochzuheben und ein bisschen nachrechnet, mit diesem vielen Gold und die Steinplatten der 10 Gebote noch drin, muss diese Bundeslade schwer gewesen sein. Wie sollen jetzt 4 Priester langen Weg immer diese Bundeslade tragen können? Es gibt ja Schwielen und sie brauchen ja ständig Heilung, weil die Bundeslade so schwer ist. Aber Gott half ihnen. Gott half ihnen. Sie haben die Bundeslade hochgestemmt und Gott hat sie hochgezogen. Wir finden den Bibelvers dazu im Evangelium. Kommt her, alle,
die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Bevor ich das mit der Bundeslade verstanden habe, habe ich mir gedacht, das geht nicht. Eine Last ist immer schwer, auch wenn sie noch leicht ist. Sie ist eine Last, sie ist negativ. Wenn wir aber jetzt es kombinieren mit der Bundeslade, die Bundeslade zu tragen, Christus zu tragen, dann macht es Sinn, dass Christus sagt, meine Last ist leicht, weil ich halte dich. Ich ziehe dich hoch. Ich lasse dich schweben. Versteht ihr? Es ist nicht so, dass wir Gott helfen müssen. Er hilft uns. Er hilft uns, einen Weg zu gehen, wenn wir schwach sind, wenn wir am Ende sind, wenn wir enttäuscht sind. Wenn wir dann auf ihn schauen, dann sagt er, komm, unter mein Joch. Ich ziehe dich hoch. Lass uns gemeinsam gehen. Ich kenne den Weg. Lass du dich einfach unter mein Joch einspannen. So will er uns zur Ruhe bringen. Versteht ihr, das ist der Weg, uns zur Ruhe zu bringen. Und das sehen wir alles in diesen Bildern hier beim Durchzug durch den Jordan. Und dann kommen sie mit der Bundeslade an den Jordan. Und der Jordan steht für Gericht, für den Tod. Und sie bekommen den Auftrag, und das finde ich interessant für uns, sie bekommen den Auftrag, die Priester zu ihnen sagt Josua, geht mit der Bundeslade ins Wasser. Und sie tragen die Bundeslade ins Wasser hinein. Und in dem Augenblick, wo sie ins Wasser gehen, wird das Wasser abgeschnitten an diesem Ort. Abgeschnitten, nach unten läuft es weg und nach oben geht es zurück bis zur Stadt Adam und steht dort wie ein Wall. Und der Weg, durch den sie gehen, bleibt auch nicht matschig, sondern wird trocken. Es ist immer wieder ein Wagnis, sich darauf einzulassen, mit Gott unterwegs zu sein. Ich muss den ersten Schritt ins Wasser machen, im Vertrauen, dass Gott ein Wunder tut. Folgt der Bundeslade, folgt Jesus, gehorcht Jesus und du wirst Wunder sehen. Wenn wir warten und sagen, ich möchte zuerst das Wunder sehen und wenn ich das Wunder sehe, dann kann ich gehen. Dann muss ich sagen, das Wunder hast du schon gesehen, am Kreuz, Auferstehung, das Wunder, dieses Wunder ist bereits da. Und jetzt kannst du darauf vertrauen und sagen, okay, und jetzt will ich es in meinem Leben wiedersehen. Und ich lasse mich darauf rein, egal wie es aussieht, einen Verlag zu gründen, ins Wasser gehen. Wir sind da in Schotten gerade da dabei, oder wir haben eine Gemeinde gegründet, ins Wasser zu gehen. Wir machen nächste Woche einen überregionalen Gottesdienst, Grace Festival. Wir gehen ins Wasser. Es ist mir egal, was die Leute sagen. Wir feiern gemeinsam einen Gottesdienst, verkünden Jesus als den Auferstandenen. Und lassen die Gesetze und alle Leistung in der Bundeslade drin. Wir heben den Deckel nicht mehr an. Mein Freund Patrick aus Singapur hat dieses Bild gemalt und es ist ein Meter auf einen Meter und es ist aus Acrylfarbe. Und wo ich bei ihm war, hat er gesagt, als wir das Gelb ausgeschüttet haben, die Acrylfarbe, ist das Gelb in die Mitte hineingelaufen, weil in der Mitte eine Versenkung im Aluminium war. Das war gar nicht geplant. Aber wenn man jetzt genau hinsieht, sieht man, wie die Hand Gottes wie eine Faust das Wasser packt und nach hinten zieht. Seht ihr es? Wir gehen mit der Bundeslade ins Wasser. Wir vertrauen darauf, dass Gott Wunder tut. Und Gott greift sofort ein, wird abgeschnitten an dieser Stelle. Und das Gericht Gottes wird zurückgezogen bis Adam. Versteht ihr es? Die Stadt heißt Adam. Der Kreuzestod von Jesu, was die Bundeslade hier zeigt, mit dem Kreuzestod hat Gott das Gericht über dich zurückgebracht bis zu deinem Vorfahren, bis zum ersten Adam. Das heißt, mit der Bundeslade unterwegs zu sein, Christus in uns, die Bundeslade, Christus ist in uns, mit der Bundeslade unterwegs zu sein, bedeutet, der Fluch vom Sündenfall ist
hinweggenommen. Der Fluch des Sündenfalls oder der Fluch einer Geburt unter Schmerzen, der Fluch, die Unterdrückung der Frau, der Fluch vom Erdboden, dass ich unter Schweiß arbeiten muss, dieser ganze Fluch hat Gott zurückgezogen. Und bis Adam, und der Weg ist frei für uns durch, hinein in ein Land des Segens, hinein in ein Land der Ruhe. Das ist eine gute Botschaft. Nach wie vor gilt das uns. Bis Christus wiederkommt, ist das unser Leben. Wir haben Christus in uns. Das bedeutet, wenn wir Christus in uns haben, Christus als Bild, ihr geht mit mir mit, Christus als Bild für die Bundeslade hat das Gesetz in sich. Er hat das Gesetz erfüllt. Er hat die Rebellion getragen. Wir haben seine Erfüllung der Gesetze in uns, weil wir Christus in uns haben. Deswegen können wir in der Gnade leben. Und deswegen müssen wir nicht mehr unsere Leistung bringen, das Land einnehmen und sagen, jetzt wir wollen Land einnehmen und wir wollen arbeiten und wir müssen richtig arbeiten. Und es stresst uns und wir gehen kaputt und wir werden krank. Und dann bitten wir um Heilung und werden wieder krank. Das ist nicht der Weg Gottes. Der Weg Gottes ist zu sagen, ihr seid bereits mit mir unterwegs. Ihr müsst euch nicht abrackern. Wir sind fleißig, ohne Frage. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Aber, ist Bibelzitat. Aber entscheidend ist doch, dass wir mit Christus verbunden sind und von der Bundeslade hören, von Christus hören, über den Heiligen Geist, was er uns sagt. Was ist das Wollen? Was soll ich vollbringen? Und wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir auf Christus hören, dann lässt er uns den Weg gelingen. Ich habe nicht gedacht, dass, natürlich habe ich gedacht, ich will die Bücher von Pastor Prinz und die anderen Gnadenbücher, ich will die Gnade nach Deutschland bringen. Aber ich habe nicht gedacht, dass wir jetzt in ein paar Jahren 70 Bücher machen, 200.000 Bücher verkauft haben. Heilung plötzlich, Zeugnisse da sind, Menschen befreit werden und all diese guten Zeugnisse, das habe ich nicht erwartet. Oder das habe ich vielleicht erträumt, aber jetzt zu sehen, dass es Realität geworden ist, ist deswegen, weil der Auftrag von Gott kam. Und genauso ist es auch in deinem Leben. Auch für dich hat Gott eine Berufung. Es ist nicht so, dass ein paar über den Jordan gegangen sind. Das ganze Volk, 2,5 Stämmen, da reden wir später nochmal drüber, die blieben drüben. Aber die anderen gingen alle, die rüber wollten, kamen noch rüber. Wenn du willst, hat Gott eine Berufung für dich und du kannst sie gehen, du kannst sie packen. Er sagt sie dir. Wahrscheinlich weißt du sie bereits, weil sie in deinem Herzen ist. Du musst nur auf dein Herz hören und hören, was möchte ich eigentlich tun? In welchem Bereich des Reich Gottes möchte ich mitarbeiten? Was gelingt mir? Wo schlägt mein Herz? Wenn du das tust, wird Gott dich segnen. Wird dich hochhalten und du wirst deinen Fuß nicht an den Stein stoßen. Wenn ich Patrick wieder sehe, muss ich mal mit ihm reden, weil das, was er in diesem Bild, in diesem sensationellen Bild hier bringt, ist eigentlich theologisch nicht korrekt. Und sicher weiß er das, weil, wenn die Bundeslade transportiert wurde, war die nicht so offen, sondern es lagen drei Decken von der Stiftshütte über der Bundeslade. Und die oberste Decke war eine blaue Decke. Darüber werde ich reden, aber ich bin dankbar, man kann nämlich auch mit dem Handy auf die Bundeslade zoomen und sieht all das, die Cherubim sieht noch viel deutlicher, wie die Bundeslade von oben aussieht. Sensationell. Aber eigentlich wurde sie mit einer blauen Decke transportiert. Und das Wort für blau ist Techelet und die Wurzel von blau ist das Wort Kala, Vollkommenheit. Als Jesus am Kreuz hing, sprach er ja nicht Deutsch, es ist vollbracht, sondern sprach Hebräisch, er sagte Kula. Kula. Kula kommt von Kala, es ist vollbracht.
es ist vollkommen. Meine Arbeit ist vollkommen. Wenn wir mit der Bundeslade, wenn wir mit Christus unterwegs sind und als Gläubige sind wir mit Christus unterwegs, weil er in uns ist. Wir sind mit Christus unterwegs und wenn wir im Bild sprechen, laufen wir herum mit einer blauen Decke. Verkünden die Gnade Gottes. Überall, wo wir hinkommen, bringen wir die Gnade und die Kraft Gottes. Die Priester sind ins Wasser gegangen, in das Gericht und das Wasser wurde an dieser Stelle abgeschnitten. War es weg. Mit dieser Bundeslade, mit dem Erlösungswerk von Jesus, sind sie um Jericho rumgelaufen. Und Jericho ging kaputt. Die größte Macht in deinem Leben, die größte Finsternis, die größte Barriere oder die größte Mauer, die du in deinem Leben hast, in Christus wird sie eingerissen. Amen. Feier das Abendmahl, sag Jesus, ich habe hier eine Barriere. Ich vertraue darauf, dass du sie einreißt. Übernatürlich. Egal, was wir tun. Und ich möchte auch das einfach tief verankern in eurem Denken dran. Seht vor euch, wie ihr mit einer blauen Decke rumläuft. Alle Christen, die ihr seht, haben eine blaue Decke und verkünden die Gnade Gottes. Wenn ihr in einen Laden hineingeht, ist nicht einfach nur, dass ihr in einen Laden hineingeht, dass ihr gute Stimmung verbreitet, weil ihr was Gutes erlebt habt. Das ist die menschliche Ebene. Die ist auch hilfreich. Nicht böse zu sein und grantig und liebevoll zu den Menschen, freundlich, ist hilfreich, ohne Frage. Aber das Eigentliche ist Christus in uns. Diese Kraft ist da. Und ich möchte euch daran erinnern, egal was ihr macht heute noch, auf welchen Geburtstag ihr in der Familie gebt, wo es Streit gibt oder was auch immer vor euch liegt, erinnert euch, die Gnade Gottes trage ich an jeden Ort. Das Erlösungswerk Jesu trage ich an jeden Ort. Und so wie das Gericht, wie der Jordan einen Platz machte, wird auch das Gericht und der Stress, was vor dir liegt, wird auseinandergehen. Die Mauer wird brechen. Schlüssel ist, folgt der Bundeslade, folgt Jesus, seht auf Jesus. Schaut, was er macht. Es gab in der ganzen Geschichte von Israel gab es manche Situationen, da haben die Leute mit ihren Augen irgendwo anders hingeschaut. Die Kundschafter, die vorher im Land waren, haben mit ihren Augen die Mauern gesehen, die Riesen gesehen, gedacht, oh, das schaffen wir nicht. Die 2,5 Stämme, die waren auf der anderen Seite vom Jordan und haben das Weideland gesehen und gesagt, wir haben so viel Vieh, wir wollen hier bleiben, hier gefällt es uns, hier ist es gut und sind da geblieben. Der Achan bei der Eroberung von Jericho, er hat einen schönen Mantel gesehen, Gold gesehen und sagt, das will ich haben, hat sich's genommen. Oder Lot, wo er sich von Abraham trennte, hat er die Ebene gesehen im Jordan, sagt, das ist eine gute Ebene, da ist fruchtbar, da gehe ich hin. Aber sie haben nie auf Gott gefragt, was will er eigentlich, was ist Gottes Auftrag? Halleluja. Die Kundschafter, wegen den Kundschaftern, mit ihrem Sehen auf die Mauern und auf die Riesen, wegen den Kundschafter, wurde das Volk Israel gestraft und musste 40 Jahre lang in der Wüste wandern. Die 2,5 Stämme, die auf der anderen Seite blieben, die nicht über den Jordan ins verheißene Land hineingingen, die wurden früher weggeführt. 135 Jahre wurden die früher weggeführt wie das restliche Volk. Sie waren angreifbarer. Der Achan, der brachte Gericht über das Volk Israel und den Tod für sich selbst. Lot konnte gerade noch sein Leben retten, weil er gerecht war. Immer wenn wir mit unseren Augen irgendwas haben wollen und mit unseren Augen, unsere Augen nicht auf Christus gerichtet sind und auf eine andere Quelle schauen, der Information, und aus einer anderen Quelle trinken, bringen wir was Negatives in unser Leben hinein. Deswegen ist es so wichtig, zu Jesus zu folgen. Und ich glaube, wenn wir Abendmahl täglich feiern, dann ist es eine Erinnerung, genau das zu tun. Zu schauen, zu sagen, das ist meine Quelle.
Es ist klein und es ist unscheinbar, aber ich nehme es in mich auf. Ich nehme Auferstehungskraft in mich auf. Ich nehme Christus in mich auf und erinnere mich, jetzt habe ich ihn jeden Tag in mich aufgenommen, er muss wohl in mir sein. Jesus sagt selbst, wir sollen, Gott sagt selbst, wir sollen auf Jesus hören. Wir nehmen die nächste Bibelstelle. Johannes 1, Vers 29. Als Jesus getauft wurde, folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegnimmt. Das war am Jordan, am Ort des Gerichts, des Todes, am tiefsten Ort von Israel, am Jordan, wurde Jesus getauft. Und Gott sagt, Johannes sagt, das ist das Lamm Gottes. Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Egal, wie groß deine Sünde ist, vielleicht sagst du, ich bin am Tiefpunkt meines Lebens angekommen. Keiner weiß es, ich bin am Tiefpunkt. Am Tiefpunkt, hier kommt die Offenbarung, das ist das Lamm Gottes, der deine Sünde wegnehmen kann. Egal, wie tief die Sünde ist, egal, wie schlimm es ist, Gott trägt es, Jesus trägt es. Das ist die eine Seite, am tiefsten Ort und am höchsten auf dem Hermon. Die nächste Bibelstelle, Matthäus 17, als sie auf dem Hermon sind und bei der Verklärung von Jesus, als Mose, Elia da sind und miteinander reden, plötzlich hat Petrus die Idee, hier ist es gut, lass uns Hütten bauen. Und sagt er, lass uns Hütte bauen, eine für Mose, eine für Elia und eine für Jesus. Und in dem Augenblick nimmt Gott diese Vision hinweg und nimmt Mose und Elia aus der Situation heraus. Weil Petrus das Gesetz des Alten Testamentes, das die Prophetien des Alten Testamentes, was ja Gericht war, und Jesus auf eine Ebene stellt. Lass uns drei gleiche Hütten bauen, jedem eine. Und was sagt Gott zu den Jüngern? Das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Das ist die Botschaft. Am tiefsten Ort, Gott trägt, Jesus trägt alle deine Sünden und es ist der geliebte Sohn. Und am höchsten Ort, es ist der geliebte Sohn, ihn sollt ihr hören. Und als sie hochblickten, sahen sie niemand als Jesus allein. Im Griechischen Jesus mono. Einfach nur Jesus. Sie sahen Jesus allein. Das ist der Weg. Wenn wir Jesus anschauen, wenn wir ihn sehen, in welchen Bildern auch immer, beim Abendmahl, bei der Bundeslade, wenn wir im Neuen Testament lesen, im Alten Testament lesen, wenn wir Jesus sehen, werden wir verwandelt in sein Bild. Wir müssen gar nichts tun, weil es ist eine übernatürliche Frucht. Wir gehen nur und sagen, das ist meine Richtschnur, hier höre ich meine Offenbarung, auf das höre ich. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann wird Gott das Wunder in uns vollbringen. Wir müssen gar nichts tun. Wir müssen nur Kurs halten. So wie Josua sagt, folgt der Bundeslade und ihr werdet Wunder sehen. Wenn wir Jesus gehorchen, wenn wir Jesus sehen, ihm gehorchen, ihm nachlaufen, werden wir Wunder sehen. Und das wünsche ich euch. Amen.